Ich habe hier stehen von Rode das NT-USB Mini. Das ist hier ein neues kleines USB-Mikrofon von Rode. Und das hören wir uns mal an. Ich schalte mal hier von meinem normalen Mikrofon weg und schalte hier auf das andere Mikro. Ihr hört mich? Ja. Ja, okay. Das ist hier das Rode. Das kommt eigentlich auf diesen kleinen Ständer hier und da kann man das draufstellen. Ich finde, das ist immer so ein bisschen problematisch, wenn du das auf dem Tisch stellst und nicht so nah genug dran bist. Also das steht ja dann sehr weit weg und ich weiß gar nicht, wie das so. Also je näher du kommst, desto besser hört sich am Schluss an, desto weniger hörst du von deinem Raum. Je besser dein Raum ist, desto mehr kannst du dir erlauben, wegzugehen. Und das ist so ein bisschen das Problem mit diesem kleinen Ständer, der halt auf Tischhöhe ist. Ich habe jetzt hier das Stativ, was so 30 Zentimeter hoch das schiebt und das ist schon ein bisschen besser, aber es könnte auch noch höher sein. Alex hat das auch da und hat sich das auf den Arm gesteckt. Ich habe es in den Shownotes gesehen, dass du darüber sprechen wolltest. Und ich hatte das auch, letzte Woche habe ich es bekommen und dann dachte ich mir, dann schließe ich das mal für diese Sendung an und alles, was von mir zu hören war in dieser Sendung, ging über dieses Mikrofon. Auch aus dieser improvisierten Lösung ohne irgendwie Schnieken, Arm, auch nicht irgendwie gelagert, nee, kein Popschutz. Ich bin schon ein bisschen vorsichtig beim Sprechen dieser Sendung, ich merke das schon. Es ist so, ja, 10 Zentimeter, vielleicht 15 Zentimeter am Mund. Es ist einfach, es ist sehr nett klein, das muss man schon sagen. Dieser Sockel, der da mitkommt, der ist ja so magnetisch, also man muss es da nicht dran schrauben. Das ist ganz, ganz, so süß das aus. Und das Mikrofon an sich ist halt schon, ja, es ist sehr cool. Es hängt halt in so einer metallenen Aufhängung, die du schnell einfach auf den Tisch stellst und dann hast du hinten einfach nur zwei Anschlüsse. Du hast USB-C. Es kommt ein USB-C auf USB-A-Kabel mit. Ich habe es ausprobiert, USB-C auf USB-C am iPad Pro anzuschließen, wird natürlich sofort erkannt und kannst du ohne irgendwelche extra Stromgeschichten dort betreiben und ja, ist halt sehr bequem. Also anschließend und es hat einen Kopfhöreranschluss, eine Klinke. Genau, du kannst ohne Latenz direkt über den Kopfhöreranschluss hier monitoren. Du hast vorne den Verstärker hier, den du dir aufdrehen kannst, mit dem du bestimmst, wie laut der Kopfhörer hier auf deine Ohren geht. Und Sehr ihr hört aber schwer. auch so ein bisschen das Rauschen jetzt hier aus dem Studio. Und es ist halt relativ empfindlich. Ich kann hier auch weggehen und ihr versteht mich und alles ist okay, aber ihr hört halt mehr von dem Raum. Jetzt bist du so Und das ist 30 halt vielleicht das Zentimeter, oder? Problem, wenn ihr mehr Leute an einem Tisch sitzen habt, das ist sowieso mit USB-Mikros immer ein bisschen kritisch. Also das ist mehr so ein Einzelkämpfer-Ding, das ist so das Telemikrofon. Ich bin nicht sicher, ob so ein Mikrofon, was auch so ein bisschen Ah ja, du sehr darfst es nicht anfassen oder so. Nee, nee. anfassen ist schlecht, auf den Tisch klopfen ist schlecht, ob das so ideal ist für so gerade den nicht so Profibereich. Also gerade den Zoom-Telearbeiter zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob da nicht Mikros besser sind, die einfach weniger vom Raum aufnehmen, so wie der gute alte Rode Podcaster beim Leo. Der ist einfach, der vergibt mehr. Der vergibt mehr vom Raum, der vergibt mehr von der Mikrotechnik. Der ist auch sehr viel größer. Ja, die Größe, also die Größe, gerade wenn du es unter, ich nehme das mal mit oder so, Remote Worker und so weiter betrachtest, der Rode Podcaster und ich habe ja auch das Rode NT-USB, das große hier, die sind halt Schlachtschiffe dagegen. Das muss man schon sagen. Also wenn das ein Mikrofon sein, also auch von der Form, also das ist halt eher so quadratisch hier, das passt halt schon viel besser in irgendeine Tasche. Und durch diesen magnetischen Fuß kannst du es halt ernsthaft mitnehmen. Und das ist halt so ein Kompromiss, glaube ich, den sie dort eingehen. Und vielleicht steht er auch nicht unbedingt in Konkurrenz. Also das Rode NT-USB, das würde ich jetzt nicht abbauen und irgendwo mitnehmen. Das hier schon, das kannst du halt irgendwie gerne in so eine Tasche werfen. Es ist halt dann, es klingt halt dann in so einer stationären Situation vielleicht, also da gibt es dann die anderen Mikrofone, die besser wirken. Und wenn du, ich meine, wenn du einen Audio-Podcast machst, oder halt auch irgendwie so
Zoom-Business-Gespräche und so weiter. Da bist du vielleicht mit dem Headset, wo dir das Mikrofon so direkt vor den Lippen klebt und es ist egal, ist mehr oder weniger, wie du da wieder ausschaust oder so. Ist es halt auch, ist das vielleicht so die bessere Wahl? Prinzipiell, ich meine, hast du nachgeschaut, was es kostet? Das weil, kostet 100. Das kostet 100. 100. Ja. Latenz hast du natürlich durch USB mehr drauf, als wenn du direkt an deinen Bus gehen kannst oder irgendwie analog irgendwo hingehen kannst oder ein Thunderbolt hast. Aber es ist nicht jetzt doppelt, soll das so sein? Das muss jetzt nicht so, glaube ich, aber Timo hört man gerade doppelt. Ja, nicht zweimal. Jetzt hört er mich zweimal. Ah ja, das kommt von hier. Das sieht das Mikro. Ich dachte, du wolltest irgendwas. Auch nachmessen, wie viel das war. Ich finde, für den Heimgebrauch, wenn der Raum nicht so dafür ausgelegt ist, sind meistens die dynamischen ein bisschen angenehmer. Das wäre das Podmic, da braucht man aber irgendein Interface dazu. Mhm. Oder eins von den anderen, was haben wir denn hier noch? Du bist jetzt dafür auch noch super leise. Also wir haben gerade hier wirklich alle Möglichkeiten. Sehr, sehr fein. Yes. Jetzt ist gut. Ja, so viele Schalterchen. Gutes die Kondensatormikros, die sind halt einfach sehr empfindlich. Die hören sehr viel vom Raum. Wenn du einen lüftenden alten Tonnen-Mac hast oder so, diese laute Büchsen, dann wer würde denn halt sowas sehr viel haben? Davon. Wer würde denn sowas haben? Das ist eine ganz andere Geschichte, mal für eine Postshow. Naja, also man kann das recht gut verwenden. Die Rode macht da Spiel richtig. Ich finde das jetzt ein bisschen, je nach Anwendungsfall, ein bisschen schwierig. Also man muss schon wissen, was man da bekommt. Man muss zum Raum passen. Wenn das auch egal ist, wenn man den ganzen Raum hört, wenn das jetzt nicht für einen Podcast ist, sondern für einen Zoom, auch okay, kann man alles machen. Jetzt für mein Setup hier ist es natürlich nichts. Ja. Ich habe die analogen Mikrofone und das Interface und das ist eigentlich immer ein bisschen überlegen an Latenz und an Möglichkeiten. Aber ansonsten ist das ein schöner, kleiner, kompakter Kandidat, wenn man das für irgendwas brauchen kann. Kompakt ist, glaube ich, echt ein. Ich habe es halt angeschlossen per USB-C an Ferrite auf dem iPad und dann wird es halt direkt auch mit richtigen Namen erkannt und so weiter. Und, ja, kannst halt Aufnahme drücken und dann kannst du halt Sachen aufnehmen und Videokonferenzzeug und so weiter, wo wirklich die Sprachqualität vielleicht nicht das erste, das wichtigste Kriterium ist, sondern einfach, dass du ein Mikrofon überhaupt dabei hast. Ist das halt, ja, ich finde es halt sehr süß. Das ist auch das erste Mal, dass ich das so richtig ausprobiere. Ich habe es am iPad, wie gesagt, ausprobiert und jetzt ist das erste Mal die erste längere Sendung. Ich glaube, man gewöhnt sich halt auch wahrscheinlich dran. Ich werde dann nächste Woche mal wieder zurückwechseln und so weiter, mal gucken, ob es einen riesigen Unterschied gibt. Ich hatte schon erzählt, dass es USB-C auf USB-A mitkommt als Kabel. Fand ich eine interessante Wahl, prinzipiell so. Ich musste halt ein eigenes USB-C auf USB-C-Kabel bereitstellen. Dafür ist es sehr lang, was als Kabel mitkommt. Und ja, das sei noch erwähnt. Ja, ich bin jetzt durch den kleinen MacBook Pro durchgegangen, durch den Spitiff wieder raus in den Mixer rein. Die Latenz ist schon merkbar. Also du brauchst schon den latenzfreien Abhörer, sonst wirst du wahnsinnig. Mhm. Ich habe mich jetzt auch selber die ganze Zeit doppelt gehört, deswegen konnte ich nicht sagen, was ihr da hört. Mhm. Ja, aber Rode macht sehr viel richtig. Ich finde, man müsste ein bisschen dazu sagen, so für wen ist das richtig? Das steht hier schon alles. Aber das zu dekodieren zu, ist das jetzt richtig für mich oder nicht? Kann ich das für einen Podcast verwenden? Kann ich das für diese Videokonferenz verwenden? Und hört sich das dann besser oder schlechter an als was anderes? Das ist ein bisschen, allein nur durch die Aussagen von Rode auf der Website, ein bisschen schwer zu beurteilen, wenn man nicht weiß, was man da vor sich hat. Deswegen, es gibt einen Typen auf YouTube, der macht mit allen Mikros, die es so in dem Bereich gibt, das den gleichen Test, dass er das einfach von jeder Seite aus anschreit und dann irgendwie, ich guck mal, ob der eins dazu hat. Das gibt mir jetzt mehr, um zu beurteilen, wie sich das Ding dann tatsächlich in verschiedenen Räumen mit verschiedenen Abständen anhört und ob das vielleicht geeignet ist oder nicht. Aber danke an Hyperactive. Ich probiere da noch ein bisschen was mit rum, aber es ist, ist wieder ein sehr nettes Ding vom Rode. Ich meine, preislich ist schon interessant, oder? Also ja, 100 Euro. Ich habe nicht geschaut, was die Yeti-Mikrofone und so weiter kosten, aber 100 Euro ist schon eine Preisklasse, die ist, glaube ich, erreichbar, so, wenn man ein Mikrofon braucht. Und also dafür, es ist halt, es ist so sehr klein und
trotzdem ein bisschen, ja, so Gewicht liegt da drin in dem Mikrofon auf jeden Fall. Ja, Verpackung ist ein Fingernagelkiller. Das ist, ich habe mich da ganz schön abgemüht an dem Ding. Ich weiß nicht, ob du es geschafft hast. Ich habe ein Messer verwendet gleich. Für alles. So rausgeschnitten, oder? Ja, genau. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Ja, kann ich empfehlen. Geschnitzt habe ich es rausgeschnitten. Okay, gut.